Hier wird kurz gezeigt, wie man einen Rollladenmotor in eine 60er Achtkantwelle einschiebt und im Mitnehmer befestigt. Das mit der Befestigung muss man nicht machen. Ich persönlich tue es immer. Das verhindert einfach, dass der Motor, warum auch immer, aus der Welle wieder rausrutschen kann. Oder aber auch der Mitnehmer vom Motor rutschen kann, da dieser nur auf dem Motor am Ende eingerastet ist. Wichtig ist halt, dass man auch hierfür die Achtkantwelle innen entgratet, damit der Motor leicht rein und raus geht, da Gewalt keine Lösung ist. Ich hoffe, dieses kurze Video hat dem einen oder anderen geholfen, das zu Hause selber zu machen.